Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren neuen Folge OMSI. Ja, heute eine weitere Folge OMSI, denn es ist nämlich heute ein neuer DLC erschienen. Und zwar gibt es jetzt endlich einen neuen Bus-DLC. Wir hatten ja nicht schon einen diese Woche. Jetzt gibt es nämlich das OMSI 2 Addon Iris Bus Intercity Pack. Und dieses beinhaltet insgesamt drei Fahrzeugtypen, was hier schon eine relativ coole Sache ist. Wir haben nämlich hier Crossway drin, wir haben hier Recreo drin und Arway. Und wir schauen uns heute mal den Crossway an. Das ist meiner Meinung nach sogar der kleinste Bus, den es hier gibt. Und schön ist, den gibt es in Automatik und Manual, also normale Gangschaltung. Dementsprechend haben wir mal jetzt hier auch moderne Busse, wo ihr selber schalten könnt. Und diesen DLC wollen wir uns heute angucken. Der kostet so um die 17,95 Euro. Wenn ihr das Ganze aktuell auf Harleycon kauft, dann könnt ihr da nochmal ein paar Prozente sparen. Und nein, wir sind keine Partner von Harleycon. Wir wollen euch aber nur den günstigsten Preis hier natürlich nennen. Also wie gesagt, falls ihr da mal Lust drauf habt, auf mal andere Busse, dann dementsprechend dort mal reingucken. Denn ich fand es nämlich ganz interessant. Die stehen nämlich bei uns hier, Iris Bus, tatsächlich bei uns in Stahnsdorf rum. Komisch, ne? Das ist nämlich von Anger oder wie die sich nennen. Das ist irgend so ein Subunternehmen. Und die fahren hier scheinbar, irgendeiner fährt davon einen Iris-Bus. Und den möchte ich mir ganz gerne mal mit euch angucken. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, starten wir mal hier mal so ein bisschen rein. Erstmal gucken wir uns das Ganze, würde ich mal sagen, an. Und so sieht das Ganze halt aus, ja, vom Innenraum der Passagiere. Also wie gesagt, es handelt sich hier um einen relativ kleinen Bus. Wir sitzen schon hinten. Die Qualität ist okay. Ja, hier die Sitzpolster natürlich jetzt nicht wirklich hoch aufgelöst, aber das geht vollkommen in Ordnung. Wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen mal in den Türbereich, hier ist ein Zwerg drin oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist die Kameraposition ein bisschen falsch oder sowas, weil das sieht so aus, als ob wir hier so eine Art Kinderansicht haben hier oder sowas, ja. Und dann sitzen wir jetzt hier beim Beifahrer, da haben wir zum Beispiel da die Gangschaltung, interessant. Ja, also das wird auf jeden Fall jetzt eine spannende Fahrt. Und sonst haben wir hier oben so Dachluken, ein bisschen Gepäckablage. Und also so wie man sich halt praktisch so einen Überlandbus halt dementsprechend auch so ein bisschen vorstellt. Wir können hier Fenster auf und zu machen. Ja, das klappt. Wir können natürlich hier auch die ganzen Schalter drücken. Auch schön ist, dass man die Schilder hier lesen kann, auch wenn es natürlich alles in Französisch ist. Aber naja, das soll uns jetzt mal persönlich nicht stören. Ich habe vergessen, mir meine Tour geben zu lassen. 6:25 Uhr. Wir fahren nämlich heute von Postviertel nach Ruhlsdorf und mal ganz interessant. So, und natürlich mit Schnee, ne? Schnee wieder. Ach, ich liebe Schnee. Gehen wir mal jetzt hier auf unseren Fahrerplatz und jetzt muss ich mal was anderes aktivieren. Und zwar nämlich hier brauche ich jetzt mal meinen Track AR. So, Lenkrad funktioniert und dementsprechend sind wir jetzt hier auch wieder im Track AR-Modus drin. Und ihr seht, ne, das funktioniert hier wunderbar. Haufenweise Schalter, oh mein Gott. Hier unten haben wir den Fahrplan drin, den können wir anklicken, dann können wir uns den hier rauflegen, alles klar. Ich starte mal schon, wäre das schon mal den Motor, denn das dürfte jetzt interessant werden. Ah, Druckluft. Ah, schön, wenn das Ding noch nicht aufgeladen ist. So, power mal das Ganze mal hier, das kennen wir natürlich auch hier alles, ja, das ist ein bisschen unangenehm. Ja. So. Wir müssen mal den Motor starten. So, alles klar. Jetzt machen wir das Ganze nochmal hier. Die Karte. Okay. Ist jetzt weg. Wo ist meine Karte hin? Ist nicht da, die Karte. Sehr schön. Ja, ich glaube, der muss erstmal Druck aufbauen. So, hier haben wir wieder unser geniales Gerätchen mit Route. Linie, das ist halt alles in Französisch, das ist ein bisschen, kann man sowas nicht Multilanguage machen oder sowas, fände ich persönlich ziemlich nice, Route, was hatte ich gesagt, 2, nein, Delete, was ist denn jetzt hier löschen? So, machen wir nochmal, Route 2, danke, so, jetzt haben wir vom Postviertel, eigentlich geht es nach Ruhlsdorf, genau. Ah, jetzt hat er oben auch umgeschildert. Jetzt hat er das Ganze hier vorne auch dran stehen. Können die Fahrgäste schon mal reinlassen zumindest. Damit die jetzt hier nicht so lange warten müssen. So, und die Türen zu. Ach, schön.
Schön, wenn was funktioniert. Ja, ihr seht es auch, ne? Also Matrix ist auch da, funktioniert ganz gut. So, leider ist mir jetzt, wie gesagt, jetzt hier die Karte abhandengekommen. Dementsprechend kann ich jetzt hier nichts machen. Tja, ist die Karte einfach weg. Hat sich die Karte hier einfach verschlingelt hier. So, warte mal, machen wir mal Licht an für unsere Fahrgäste. So, ist an. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ha, wir haben schon Verspätung. Na, dann würde ich mal sagen, auf und davon, ne? Wir haben schon Verspätung, Leute. Oh, der ist schön ruhig. Den hörst du so gut wie überhaupt nicht. So 3 Meter, 3,46 Meter hoch. So, hier können wir nicht weiterschalten, alles klar. Ich weiß nämlich nicht, ob der automatisch weiterschaltet. Oh, Spiegel ist ein bisschen sehr hoch. Musst du schon, also muss ich mit Tracker eher schon richtig hoch gucken. Beethovenstraße, Kita. Also Ansagen funktionieren hier auch schön. Mal schön brav gucken. Rechts vor links hier alles. Wie gesagt, die anderen beiden Modelle werden wir uns auch noch anschauen. Allerdings ja nicht mehr heute, denn wie gesagt, jetzt ist schon die zweite Folge. Aber spätestens nächste Woche kommen dann definitiv die anderen Modelle. Falls ihr euch dafür interessiert, können wir uns das natürlich hier angucken. Auf jeden Fall sehr schön ruhig. Guckt euch das Dashboard an. Ja, das ist super detailliert, schön hoch aufgelöst. Iveco steht halt auch richtig schön da. Obwohl ich nicht glaube, dass die hier die Originallizenz bekommen haben, ist es aber schon automatisch damit drin. Finde ich das schon ziemlich nice. Das war der Bordstein. So, dann müssen wir erstmal gucken, wo geht denn hier die Heizung an? Ja. Ein Fahrschein bitte. Ach hier. Nee, Mädel, du musst jetzt leider warten. Gibt es jetzt keinen Fahrschein hier. Okay, irgendwie. Ah, jetzt. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. So. Ah, guck mal, hier ist die Karte. Ah, so, guck mal, jetzt wird ein Schuh draus. So, schnell Tür zu. Karte war versteckt gewesen. Ich denke mal, so in dem Style werden wir heute auch unsere Leitstellenfahrt machen. Geräumte Straßen, klar, und Schnee halt links und rechts. Vielleicht dann so gegen Abenddämmerung und alles sowas. Ne? Aber ihr schaut's hier, ne? Das sieht schon richtig vernünftig aus. Könnt ihr gerne mal, wie gesagt, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare posten. Würde mich brennt mal interessieren. Oskar-Pollner-Straße. So, jetzt muss er wieder nachladen. So. Keiner will mit. Also irgendwas stimmt mit meiner Original X10-Karte nicht. Ich habe die schon jetzt überprüfen lassen. Anne-Frank-Schule. Aber irgendwie hat die Karte hier massiver Aussetzer. Das ist seitdem BRT installiert ist, als ob da irgendwas überschrieben wurde oder sowas, was hier absolut nicht gern gesehen ist oder sowas. Aber da steht jemand. Wenn wir den mal einsammeln hier, den werten Herrn hier. Schönen guten Morgen. Ja, oder auch nicht. Gut, wir sind in Berlin angekommen. Ja,
sonst seht ihr ja, ne, Heizung, wie gesagt, da unten. Die arbeitet auch. Wir haben hier Radio drin. Der Fahrtenschreiber ist drin. Kann man den benutzen, den Fahrtenschreiber? Nö, der ist ohne Funktion. Hier die Türtaster natürlich. Und hier haben wir auch nochmal haufenweise Tasten, die wir hier drücken können. Licht. Die Lüfte können wir leider nicht aufmachen. Das funktioniert nicht. Kanada-Allee. Nebelschlussleuchte und Handbremse. Was haben wir hier noch? Standheizung. Ah, okay. So. Da ist halt überall 30 hier. S-Bahnhof Teltowstadt, Gornvrivierstraße. Wir fahren ja weiter, fahren ja bis Ruhlsdorf. Ja, da könnten wir. Schade, dass hier Schenkenhorst nicht mehr drin ist. Oder Gütersfelde. Ja, das wäre natürlich noch mega nice gewesen. Leider fehlt mir einfach die Zeit, um die Karte irgendwie weiterzubauen. Ja, hier ist eigentlich alles voll von Häusern hier. Ein bisschen schade. Hier ist ja hier der Wendepunkt hier von unseren Bussen, aber hier ist eigentlich schon alles mit Häusern und also schon voll gesteckt. Ja, wir haben hier so eine Art Halbautomatik oder sowas und die funktioniert echt schlecht. Kollege, Gritz. Also irgendwas stimmt mit Telto nicht. Es ist unglaublich. Wenn du die hier auf X10 fährst, ist alles tutti frutti, ja? Ärgert mich das jetzt. Guten Tag. Tag. Einmal Schüler bitte. Kurzstrecke, Fahrschein ermäßigt. Also ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Aufmachen? Ja, Fenster kann ich auch aufmachen. Rollo. Geht das automatisch runter? Weil wenn... Wüsste jetzt nicht, wo ist Batterieschalter. Hier ist Motor. Ja, manchmal, wie gesagt, auch mal einen Blick ins Handbuch werfen. Das habe ich jetzt nämlich noch nicht gemacht. Das war die Standheizung. Ja, schon knapp, war Kollege? Alter Verwalter. Blick ich überhaupt? Ja. Du hörst den Bus leider überhaupt nicht. Der ist so leise.
Bürgertreff. So, 601 sollte jetzt abbiegen. Machen jetzt hier geradeaus weiter. So. Schön dreckig ist er. Marktplatz. Schöner Kaffee. Der Bus heizt und heizt und heizt. 8:45 haben wir es. War schön, wenn du hier stehst. Ach, Gottchen, wir fahren falsch. Die Linie gibt's so, die existiert so gar nicht mehr. Oh Mann, oh Mann. Hier dürfen wir nicht rein. Mal gucken. Zone. Scheiße. Oh. Gut, hier ist ein bisschen knapp hier reinzufahren. Vielleicht überhaupt keiner aus, oder? Jahnstraße. Also die Haltestelle Marktplatz gibt es nicht mehr. Kann ich euch sagen. Oh.
Muss man sagen, ein bisschen mal beeilen hier. Kollege, beeilen wir uns mal. Striewitzweg. Ach, die steigen aus, okay. Steigen alle aus, dann hab ich nichts gesagt. Einkaufszentrum Oderstraße. So, Vorfahrt, schön. Ja, hier rauskommen ist immer so eine Kunst. So großartig. Aber wie gesagt, der Bus. Fährt es sehr angenehm, er ist super ruhig, ja, er grölt nicht so rum die ganze Zeit, sodass du jetzt hier geführt, dass dir die Ohren abfallen oder sowas. Manchmal kommt er mir ein bisschen langsam aus dem Knick, so ist der Trittste voll durch, so der Kickdown irgendwie, ja, fehlt. So. Neiße Straße. Wartestraße. So, da haben wir die Wartestraße. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Grüezi, Fahrschein normal.
Kaiser Straße Gesundheitszentrum. Gesundheitszentrum. Morgen. Zu Bremer Straße. Eine schöne Linie. So ein bisschen gemixt so zwischen zwei Linien. So, haben wir unsere super Verspätung jetzt fast wieder raus. So, jetzt geht's direkt Richtung Ruhlsdorf. Voll durchgetreten. Der schaltet nicht hoch. Isarstraße Süd. Also wenn der LKW hier schon kommt, dann ist schon echt eng hier alles. Aber das passt hier. Starnsdorfer Straße. Ding macht's. Ja, also der fühlt sich auf jeden Fall schon recht schön an, recht geschmeidig. Wie gesagt, für Karten wahrscheinlich so, die so über Land gehen oder sowas. Ich glaube, da ist der hier schon ideal, obwohl der halt wirklich, ich glaube, das, den wir jetzt hier haben, den Crossway, der ist glaube ich am kleinsten mit gerade mal 11,8 Meter oder irgendwie sowas. Also geht das schon so für den City-Bereich eigentlich schon durch. Gibt natürlich noch längere Varianten. Aber wie gesagt, die werden wir uns ja mal später angucken. Und ja, sonst zumindest hier schon mal der Ersteindruck von dem hier. Wie gesagt, was waren es jetzt? 18 Euro kostet das Ganze. Und wenn ihr das Ganze, wie gesagt, bis zu einem bestimmten Zeitraum auf Harleycon kauft,
dann könnt ihr da nochmal ein bisschen was sparen. Ich weiß es nicht, ich glaube, ich habe 13 Euro bezahlt oder sowas. Ja, das geht vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wir sind kein Partner von Harlequin oder sowas, wir kriegen dafür kein Geld oder sowas, aber wir wollen halt, dass ihr den besten Preis bezahlt. Ja, und dementsprechend wäre da Harlequin eure einzige Alternative, das ein bisschen günstiger zu bekommen. Ja, vielleicht mal auch mal bei Games Planet vorbeischauen, hier, also unseren direkten Partner denn mal. Und da könnt ihr vielleicht dann auch nochmal ein bisschen was sparen. Aber sonst muss ich sagen, finde ich ihn sehr angenehm. Es sieht gut aus, schön detailliert halt. Ja, und ist auf jeden Fall mal was anderes als die ganzen Linienbusse, die wir hier sonst immer so haben als DLC. Ich finde den auf jeden Fall mega, mega hübsch. Aussehen ist immer so Geschmackssache, ne? Aber so von der ganzen Gestaltung her finde ich ihn eigentlich ziemlich cool. Aber auch wie bei dem anderen Bus, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde dieses ganze Ticketsystem immer nicht so geil. Ja, warum nimmt man denn jetzt hier so französischen Texte? Klar, französischer Bus, aber das kann man doch auch in Englisch machen oder zumindest in Englisch oder irgendwie so. Finde ich ein bisschen schade, dass man hier das wieder so ein bisschen vergeigt hat. Es gibt keine Set-Wars, wo ihr euch das Ganze nochmal so ein bisschen einstellen könnt. Also so auf jeden Fall ist davon nichts aufgelistet in der Steam-Beschreibung, ja, dass man da irgendwie noch was umstellen kann oder so. Ja, also auch hier ja, geht es wieder ein bisschen ins Leere. Ich meine, die Kasse ist schon ein bisschen moderner als wie das in dem Mercedes, was wir da hatten. Also von daher geht das hier eigentlich in Ordnung. Ja, und sonst seht ihr ja selbst, ja, fährt sich sehr angenehm, er ist super, super leise, macht keine Mätzchen hier. Also alles im allen kann man hier wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr entspannter Bus. Ja, also gibt auf jeden Fall nichts zu beanstanden. Wie gesagt, aber ich bin aber auf eure Meinung gespannt. Ist es ein Bus, den ihr euch holen werdet oder sagt ihr so, nee, sowas kommt mir nicht in die Tüte? Dann nutzt gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten unten mal mit rein. Mich würde das auf jeden Fall mega interessieren. Und sonst verabschiede ich mich hier, bedanke mich, dass du dabei warst. Wir sehen uns heute hoffentlich zur Leitstellenfahrt, zur ersten Weihnachtsfahrt. Denn nicht nur wir geben was drauf, sondern auch PDP hat das ein oder andere für uns dagelassen, für euch. Und dementsprechend wäre es natürlich cool, wenn ihr dabei seid. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass du dabei warst hier zu dieser kleinen Vorstellung hier von diesem kleinen Crossway, neuen DLC-Bus, Iris-Bus. Dementsprechend ja, freue ich mich auf das nächste Mal. Leute, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.